Liebe Essenerinnen und Essener, gestern hat die letzte Ratssitzung vor der politischen Sommerpause stattgefunden. Vor der Pause gab es auch wichtige Entscheidungen. Der Stadtrat hat sich für deutlich mehr Klimaschutz ausgesprochen. Die Stadt Essen verpflichtet sich bis 2030 den CO2-Ausstoß um mindestens 40% zu reduzieren. Bei allen Entscheidungen, die der Stadtrat zukünftig trifft, sollen Herausforderungen des Klimawandels grundsätzlich berücksichtigt werden. Konkrete Maßnahmen wie ein Konzept zur Anpassung des Stadtgrüns mit Blick auf klimatische Veränderungen oder klimarelevante Auswahlkriterien bei der Beschaffung von Technik oder alternativen Antriebstechniken bei Fahrzeugen sollen zeitnah umgesetzt werden. Ziel der Stadt ist es außerdem, bis 2035 ein Model Split von 4x25 zu erreichen. Dies bedeutet, die unterschiedlichen Verkehrsarten sollen jeweils einen Anteil von 25% haben. Derzeit hat der Autoverkehr noch einen Anteil von 55%. Wie diese Verkehrswende gelingen kann, hat die Verwaltung gestern in einem Handlungskonzept dargelegt. Nach der Sommerpause wird dieses ganz konkret diskutiert. Die Frieda-Levi-Gesamtschule wird in der Innenstadt neu gebaut. Die Schule mit ihrem neuen Standort auf dem jetzigen Gelände an der Fahnerstraße sowie auf der Fläche der alten VHS an der Hollestraße bekommen. Zum Neubau einer sechszügigen Gesamtschule, auf dem dann insgesamt 21.000 Quadratmetern, werden auch eine Fünffach-Sporthalle gehören. Gestern wurde außerdem wichtige Personalentscheidung getroffen. Christian Kromberg bleibt für weitere 8 Jahre unser Ordnungsdezernent. Mit dem Ausscheiden von Hans-Jürgen Best als Planungsdezernent wird Martin Harter den Platz einnehmen. Martin Harter ist derzeit Stadtbaurat in unserer Nachbarstadt Gelsenkirchen. Ich wünsche Ihnen jetzt eine schöne Sommerpause, Ihnen und Ihren Familien eine erholsame Ferienzeit und wir sehen uns dann nach den Sommerferien wieder, Ihr Thomas Kufen.